herzlich willkommen zu einem neuen Video, zum ersten Video im Jahr 2022. Deswegen noch einmal, frohes neues Jahr, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ja, bei uns, ja, ging ganz gut. Ja, ich sag mal, langweilig ein bisschen. Um eins waren schon alle hier unten verschwunden, jeder in seinem Zimmerchen. Dirk ist ins Bett gegangen, also von daher, jo. Frohes neues Jahr sich gegenseitig gewünscht und das war es dann auch. Ja, ist aber auch okay. Ich war auch sehr müde, deswegen hat es mir auch gereicht. Gestern habe ich die Kamera nicht mitgenommen, habe mir jetzt einen Tag freigenommen sozusagen. Aber heute dachte ich mal, zeige ich euch, was ich so mache. Also jetzt ist es schon 3 Uhr. Ich habe vorher nicht gefilmt, weil meine Mama hier war zum Besuch. Sie wollte noch kurz Manuel sehen, bevor er vielleicht irgendwann mal die nächsten Tage nach Hause fährt. Ja, und deswegen habe ich mit Mama hier ein bisschen gequatscht und ein bisschen was gemacht und unterhalten. Und Bücher hat sie sich, wieder in Bücherei bedient, hier Rinas Bücherei, ne? Ja, und jetzt habe ich gedacht, mache ich was für zwischendurch. Also es ist kein Abendessen, es ist auch kein Mittagessen, weil heute, also so jetzt die Wochen, wo alle zu Hause sind, der eine steht schon um 10 Uhr auf, der andere schläft bis, keine Ahnung, am besten den ganzen Tag und so. Gibt es keine festen Mahlzeiten außer abends. Eventuell habe ich gedacht, koche ich nachher noch eine Suppe. Ja, aber jetzt mache ich einen Apfelauflauf oder Apple Crumble oder wie auch immer man das nennt. Also auf Chefkoch steht das unter Apple Crumble. Aber ich habe gedacht, ich habe das immer Apfelauflauf genannt. Ja, und ich habe jetzt hier 5 Äpfel geschält und geschnitten. Ne, einfach geschnitten, dann die Auflaufform eingefettet und die Äpfel hier drin geschichtet. Und jetzt gebe ich ein bisschen Zitronensaft drüber, damit sie mir jetzt nicht so schnell braun werden. So. Und stelle kurz beiseite. Jetzt muss ich nämlich Streusel fertig machen. Ja, ich mache jetzt Streusel. Und zwar soll es sehr schnell eigentlich sein. Normalerweise Streusel wirklich sehr einfach. So, ich habe jetzt hier den 125er Cup. Vorher brauchen wir aber Butter. So um die 100, 120 Gramm habe ich jetzt hier Butter. Und dann Zucker brauchen wir auch. Dafür habe ich jetzt eben das Ding hier. So, 125er Cup, voll. Dann eine Prise Salz. Und ich möchte die etwas zimtig haben, also gebe ich auch ein bisschen Zimt. Nicht zu viel. Und dann brauchen wir nur noch Mehl. Und das muss dann alles zu Streuseln verarbeitet werden. Mehl steht immer ein bisschen mehr als Zucker. Und jetzt los geht's. Ui. Das dauert zwar, aber guckt euch das an. Ich habe jetzt richtig schöne, feine Streusel hier. Ja, und jetzt gebe ich, denke mal, tatsächlich noch ein bisschen Zimt über die Äpfel direkt. Man kann noch Rosinen nehmen. Ich mache jetzt keine Rosinen rein, weil außer Papa und mir ist das keiner mit Rosinen. Ja, und jetzt einfach nur Streusel drüber. Ich mache schon mal den Backofen an. Das sind richtig schöne, feine Streusel. Jupp. Tada. Und das geht jetzt einfach in den Ofen. Bei 200 Grad habe ich jetzt aufgestellt. Für eine halbe Stunde. Ihr müsst auch eben beobachten, wenn es schon anfängt braun zu werden, dann müsst ihr gucken, ob die Äpfel durch sind. Aber auf jeden Fall halbe Stunde. Steht wenigstens im Rezept auf Chefkoch.
Mal gucken, es hängt auch immer vom Ofen ab. Ne? Es ist ja nicht jeder Ofen ist gleich. Deswegen, aber es sieht gut aus, finde ich. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie es fertig aussieht. Mit Vanillesoße. Mmh, lecker, ich freue mich schon drauf. Jetzt ist es fertig. Und das duftet im ganzen Haus nach Apfel und ein bisschen Zimt. Ja, jetzt werde ich alle, die wollen, zusammenrufen, Vanillesoße aufmachen und schön lecker erstmal, ja, Teezeit genießen mit einem Apple Crumble. Und danach sehen wir uns wieder, wenn es ja, ans Abendessen geht. Also, guten Appetit. So, ihr Lieben, wir haben Tee getrunken, von dem Apfelauflauf ist nicht mehr wirklich viel übrig. Der war super lecker mit Vanillesoße, yummy. Ja, aber jetzt muss ich, ich habe auch schon Haushalt erledigt, ein bisschen durchgesaugt und so weiter und so fort. Jetzt muss ich aber Abendessen machen und zwar eine Suppe. Ich habe gefragt, Easy hat sich nur geäußert, gemeint Suppe mit Klößchen, also machen wir Suppe mit Klößchen. Ich habe auch schon angefangen. Ich habe die Kartoffeln schon im Wasser. Und dann habe ich hier ein paar kleine Möhren gerieben. Dann habe ich hier eine Zwiebel drin. Hier habe ich zwei Knoblauch, also Solo-Knoblauch. Und hier ist eine Spitzpaprika. Das habe ich jetzt alles schon drin. Ich muss eigentlich den Müll wegräumen. Gleich noch. Aber die Kartoffeln sind schon hier drin im Wasser und jetzt mache ich die Zajarka, also das, was ich immer anbrate. Und dafür habe ich jetzt hier meine Pfanne und ich nehme heute kein Öl, sondern Butterschmalz. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Butterschmalz rein, zack. Und lasse das schmelzen. Die Möhren, die brauchen ein bisschen mehr Fett, ne? Die nehmen immer ganz viel auf. Ja, und wenn das hier jetzt geschmolzen ist, werde ich einfach alles anbraten. Als erstes die Zwiebeln und dann kommen die Möhren und zum Schluss Paprika und Knoblauch. Und dann kommt das einfach hier rein. Ne? Hier sind nur Kartoffeln bis jetzt. Ich überlege gerade, ob ich was noch Würstchen oder so mit reingebe, muss man aber nicht unbedingt. Ich gebe jetzt schon mal, obwohl es noch nicht ganz geschmolzen ist, die Zwiebelwürfelchen mit rein. Und dann kann es hier anbrutzeln. Leicht anbräunen, also jetzt nicht verbrennen lassen.
Die müssen leicht bräunlich werden und dann kommen die Möhren rein. Also hier die Kartoffeln, da habe ich noch nichts drin. Ich gebe erstmal nur ein bisschen Salz dazu. So, jetzt wandern die geriebenen Möhren rein. Jetzt gebe ich noch die kleinen Paprika-Würfelchen dazu. Auch kurz alles anbraten. Und jetzt den Knoblauch. Ich lasse das jetzt alles anbrutzeln. Wir räumen das hier ganz ein bisschen beiseite und jetzt produzieren wir die Klößchen. Wir brauchen ein bisschen Wasser. Ich habe keine Mengenangaben. Das hängt auch davon ab, wie groß euer Topf ist, für wie viele Personen ihr macht. Ich mache für 7. Genau. Und meine Kinder lieben die Klößchen, also die hauen die weg wie nix. Die Suppe ist meistens noch ein bisschen was da, aber von den Klößchen ist nichts mehr da. Deswegen mache ich gleich von 3 Eiern. Klößchen. Dieser Jarka einmal umrühren, damit da nichts anbrennt. Ja, 3 Eier, ein bisschen Wasser oder Milch. Buttermilch habe ich auch sogar schon mal gemacht. Schmeckt auch sehr gut. Salz, ein bisschen Pfeffer. Ihr könnt auch gerne Kräuter mit reinnehmen, wenn ihr wollt. So, und jetzt verrühre ich erstmal das Ganze. So, jetzt gebe ich ein paar Löffel Grieß rein, aber nicht zu viel. Ich mache jetzt nicht rein Grieß. Das ist gar kein Grieß, das ist ein Buchweizenmehl, okay. Habe ich mich gerade vergriffen. Jetzt mische ich einfach mal Buchweizenmehl mit normalen Mehl anscheinend und ein bisschen Grieß. So, ich habe jetzt hier 2,5 Löffel Buchweizenmehl, da ich mich vertan habe. Jetzt habe ich Grieß, davon gebe ich auch ein bisschen was rein. Nicht zu viel, auch so 2-3 Esslöffel. Und der Rest wird normales Weizenmehl sein. Man kann auch Vollkornmehl nehmen, egal, das ist wirklich euch überlassen. Wenn ihr Glutenunverträglichkeit habt, dann könnt ihr ganz andere Mehlsorten, die ihr da vertragt, dazu nehmen. So, und jetzt normales Mehl. So, ich lasse das jetzt ein bisschen stehen, das ist jetzt der Teig geworden. Wegen dem Grieß, damit das ein bisschen aufquellen kann. Ein paar Minuten stehen lassen, es ist eh noch nicht so weit. Aber den Inhalt der Pfanne, das kann man wunderbar schon in die Suppe reintun. Und kochen lassen. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen Gemüsebrühe, den letzten Rest tatsächlich. Ich muss gucken, ob Norma bald wieder welches hat. Meine Bio-Bouillon 7 Kräuter habe ich bei Norma gekauft. Werde immer wieder gefragt, wo ich das her habe. Ja, alle. Jetzt muss ich gucken, was die nächsten Wochen in der Werbung ist. Vielleicht kommt das wieder. Ja, und lasse das Ganze noch ein bisschen kochen. Und dann geht das an die Klößchen. So, weiter geht's. Jetzt hat das ein bisschen alles geblubbert. Das stand auch schon eine Zeit lang. Er hat genau die richtige Konsistenz. Und jetzt machen wir die Klößchen. Und zwar einfach so abknapsen und
in die kochende Suppe reingeben. Man könnte rein theoretisch ein bisschen mehr Mehl noch reintun, damit sie etwas fester sind und nicht so auseinandergehen. Wenn der Teig zu flüssig ist, dann zerfallen die Klößchen beim Kochen. Deswegen ist es besser, wenn man den eher dickflüssiger macht. Hier, einfach mal so Löffelchen für Löffelchen reinplumpsen lassen. Macht die nicht zu groß, deswegen habe ich ja auch diesen kleinen Löffel, also ich meine diesen Cocktaillöffel oder was auch immer das ist, genommen. Dann werden die Klößchen nicht so riesig. Die Klötzchen, die sind jetzt alle drin. Ja, mehr Klötzchen als Suppe. Ich probiere jetzt. Ja, Salz ist gut. Jetzt gebe ich mir noch Pfeffer rein. Ein bisschen dünn. Und ein paar Lorbeerblätter dazu. Zack. Ja, und das ist dann auch alles. Ich lasse das Ganze jetzt noch ein paar Minuten kochen. Und dann ist die Suppe fertig. Und das sind so schöne Klötzchen. Ne? So einfach mal mit dem Löffel gemacht. So. Deckel drauf. Ich müsste eigentlich genügend sein, ein kleines Klötzchen. Deckel drauf und ein bisschen kochen lassen. Und das ist dann auch alles. Also in ein paar Minuten können wir dann essen. Und ich zeige euch natürlich, wie das auf dem Teller aussieht. So, das ist die fertige Suppe. Ja, ihr Lieben, das Essen ist fertig. Die Suppe ist super geworden, richtig lecker und sättigend, nehme ich mal an. Doch, soll ja sein, bei so viel Teig drin. Ne? Ja, deswegen werde ich jetzt auch meine Meute zusammenrufen und die abfüttern. Geschirrspüler läuft gerade, das heißt, ich kann eh den Chaos hier nicht beseitigen, noch nicht. Wenn er fertig ist, dann erst. Aber an dieser Stelle werde ich dieses Video jetzt einfach mal beenden. Mehr passiert heute hier auch nicht wirklich. Ja, deswegen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!